Ja, ein großes Paket vor meinem Gesicht. Das bedeutet, es gibt wieder ein Unboxing-Video. Wartet hier auf den Inhalt des neuen Mirotic-Pakets. Gleich in der Hopithek. Ja, es ist wieder ein neuer Monat und die Birothek hat im Zuge des Birothek-Bierfluencer-Programms uns wieder ein Monatspaket mit 6 Bieren geschickt. Ich mache die Box jetzt mit euch auf und wir schauen gemeinsam, was diesen Monat für den Juli so drin ist. So, wir haben Infos zum Bier. Ja. Okay, dann kann man jetzt mittlerweile anrufen, den ERN-Code einschicken und per WhatsApp nachfragen. Ja, wahrscheinlich Infos zum Bier und so weiter und so fort. Auch ja, wir haben eine Genre-Karten. Das ist auch immer ganz toll. Der Brauprozess einmal. Ja, jetzt das Wichtigste. Wir schauen, was in der Box drin ist. Ich sehe, wir haben erneut das Smoky IPA von Meisel & Friends. Das ist ein super Bier. Gibt es auch als Testreview schon vom letzten Monat der Biothek Bierverkostung. Jetzt nochmal dabei in der Box. Es ist ein wunderbares Bier. Schaut es euch an. Auf der Hopithek gibt es das Bier zu bestaunen. Ein wunderbares Paket. Dann haben wir von Kraftwerk Brewing das Mad Callister. Ja, ist auch hier in der Hopithek sehr bekannt, weil sehr regional. Viele Grüße, 2 Kilometer weiter rüber nach Bitburg. Mad Callister, ein super Bier, ein super Session-Lager von der Kraftwerk-Brauerei aus Bitburg. Wir haben den Hopfentiger. Den gab es tatsächlich auch schon mal in der Hopithek. Ich freue mich, ihn wieder zu trinken. Den Test gibt es auch in der Hopithek. Einfach mal nach Hopfentiger suchen. Veto Brauerei Hertig aus Feucht in Franken. Wunderbare Biere. Ein sehr gutes IPA. So, dann schauen wir mal, ob wir auch was finden, was wir tatsächlich noch nicht in der Verkostung in der Hopithek hatten. Nüsse zum Bier. Sehr gut. Passt. Lass dir diesen kleinen salzigen Snack schmecken. Das werden wir mit Sicherheit. Das passt absolut zu den Bierverkostungen. Wir haben Fizifoss Tanker Brauerei. Das ist ein Bier. Tanker Brauerei. Welches Bier haben wir? Sehr lustig. Ein Hard-Seltzer. Medium Limonados. Ah, das ist so ein Hybrid, glaube ich. So ganz genau weiß ich das nicht. Oh, rote Beete-Saft. Rote Johannisbeeren. Champagnerhefe. Ein Brut. Hard-Seltzer. Ja, sehr interessant. Da muss ich mich tatsächlich auch nochmal reinlesen, was das für ein Bierstil oder Biermischgetränkstil ist. Es ist sowas wie ein Radler, der ein bisschen anders ist, also vor allen Dingen mit Rote Beete. Ich bin sehr gespannt drauf. Gab es in der Hopithek noch nicht. Dann haben wir ein Bier aus Japan. Kuedo Brewery. Wir haben das Ruri Japanese Lager. Ja, wird eine Premiere in der Hopithek werden. Ich bin sehr gespannt, wie das Bier schmeckt und freue mich darauf. Bier aus Japan in der Hopithek. Dann haben wir noch eine Dose. Und wir sehen den Gargoyle. Das bedeutet, Stone Brewing is in the house. Das Tangerine Express IPA. Noch nicht getrunken. Ich freue mich auf die Verkostung. Ja, wir haben auf jeden Fall 3 Biere, die ihr in der Review sehen werdet. Ob das jetzt als Videoform oder als Blogtext-Review sein wird, das sehen wir mal. Ja, 3 andere Biere gab es schon.
in der Hobbythek. Gerne nachlesen. Meisel and Friends Smoky IPA, ein super Bier zum Grillen. Passt wunderbar. Matt Callister geht immer auf jedem Picknick, bei der Fahrradtour, im Garten mit Freunden. Wunderbares Bier. Und der Hopfentiger, ein tolles IPA aus Feucht. Ja, wenn ihr noch mehr bierige Videos seht, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen hoch da, schaut in der Hobbythek nach. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Party aus der Hobbythek. Cheers.